Hi, ich bin Dominik. Ich bin Stefan. Ich bin Davis fucking Schulz. Und wir sind auf einem Westernhof im Westerwald auf den Spuren vom Mythos von Winnetou. Weihnachten sind sie zurück. Wenn wir das hier überleben. Ihre Freundschaft. Meine Brüder. Oh, Schatten. Ist Legende. Ich kenne Winnetou auf jeden Fall. Ist aber ehrlich schon ein paar Jährchen her, dass ich die auch gesehen habe. Also bei mir war es eher immer so ein, man kommt als Kind so sonntagsabends so irgendwie ins Wohnzimmer und dann guckt der Vater halt so Winnetou und dann guckt man sich das halt auch an. Und ich fand es immer cool, weil der war halt auch cool, ne? Also. Ich bin total gespannt, wie man Winnetou neu interpretiert. Ich bin also jetzt gar nicht so anti-Remake und Co., sondern ich bin total gespannt, wie man das mit moderner Technik auf eine andere Erzählweise heute wiederbringt. Ich kenne natürlich die Filme und die Schauspieler, aber so viel auswendig wüsste ich jetzt auch nicht noch mehr. Also müsste ich mir nochmal angucken auf jeden Fall. Sehr überraschend. Ja. Gut. Ja. Voll. Ja. Also auch krasse Bilder, krasse Musik, krasse Schauspieler auch. Also echt krass für einen Fernsehfilm. Ja, auf jeden Fall. Ich war noch überrascht, dass es der Philipp Stölzel inszeniert hat, weil der hat ja in den letzten Jahren eher große Kinofilme gemacht. Also der weiß halt, also auch so Natur zu inszenieren. Mhm. Das hat er richtig halt geil gemacht. Ich finde, das sieht man halt total. Ich fand's gut, dass die Story so nochmal aufgefrischt wurde. So auch jemand, der jetzt nicht die alten Teile gesehen hat, so, der weiß jetzt, woher kommt Old Shatterhand und so. Sie reisen ins Indianerland. Steig auf! Also ich werde jetzt das allererste Mal in meinem Leben ein Pferd aus dem Stall holen. Das sieht doch schon mal sehr souverän aus, ne? Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mit der Natur so verbunden bin wie Winnetou und dann soll es, glaube ich, auch irgendwie hinhauen. Ich bin eigentlich früher zweimal vom Pferd gefallen. War nicht so geil. Aber heute bin ich guter Dinge. Das sind schon Natur hier. Oh Mann, ich hab richtig Schiss, ne? Sieht aber von außen schon gut aus, oder? Und wie macht man Start? So. So, ne? Sie denken, wir wollen ihm ihr Land wegnehmen. Das können Sie nicht machen, das werde ich nicht zulassen! Wahnsinnig gut gemacht, kann nur von mir sprechen. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, warum Winnetou sagt, dass sie im Winter kein Fleisch essen. Das ist ja viel zu kalt. Ja, die Hände sind eingefroren, das ist echt nicht mehr machbar. Mit. Aber er hier war überragend. Ich gut. Ich kann einfach weiter schießen. Du von Osten anschleichen. Ich vom Westen. Komm, hol das Lasso raus. Mal einen Burger dran. Ne? Ich war auch cool, die ganzen Sachen mal auszuprobieren, so nicht nur den Film zu gucken, sondern auch so, ja, mal auf ein Pferd zu steigen, mal Bogen zu schießen, mal ein Lasso zu werfen. Fand ich cool. Man kann sagen, fernsehtechnisch ist Weihnachten 2016 gerettet. Genau. Sehe ich auch so. Macht den Fernseher an, Leute.